So, hallo, zurück hier bei Tomb Raider 2 Remastered im Level Albtraum in Vegas. Das ist ja so ein Bonus-Level und deswegen laufen wir hier auch in Bonus-Klamotten rum. Also mit der Funktion oder mit Klamotten, die wir durch eine Art Bonus-Funktion haben. Als Dankeschön, dass wir uns die ganzen Geheimnisse hier. Ich höre irgendwas. Uah, ich höre jemanden. Oha. Ich weiß, es ist ein bisschen unangebracht, so Fotos zu machen, aber wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, dann machen wir das natürlich direkt. So, sie gleitet noch mal kurz zur Seite, um das Medipack aufzuheben. So. Was haben wir denn hier Schönes? Außer eine dunkle Ecke. Da drüben ist halt der kleine süße Dino, den wir, glaube ich, noch ein bisschen in näher kommen werden, also dem wir noch etwas näher kommen werden. Ansonsten wüsste ich nicht, ob hier überhaupt irgendetwas Sinnvolles ist. Ja, du hast Hunger, ne? Am coolsten wäre es ja, wenn der, ähnlich wie dieser Vogel, den wir schon kennengelernt haben, wenn der auch so ein bisschen hier sich so durchglitschen würde, dass wir ihn halt irgendwie schon abschießen könnten, aber das funktioniert nicht. So, hier ist wirklich sonst nichts, ne? Hier war jetzt, oder hatte ich irgendwas übersehen? Irgendein Hebel oder sowas? Und das, die Musik, die erinnert mich, ich muss jetzt gerade an das Level, ja, nicht Bohrturm, das musste ich, glaube ich, beim letzten Mal. Aber an das Level Hochsicherheitstrakt denken. Da haben wir nämlich auch diese Musik, beziehungsweise Area 51, wo wir dann später die beiden, dieses UFO da sehen und in das wir uns dann ja später noch reinbegeben. Und ich muss sagen, ich freue mich so riesig auf Tomb Raider 3. Ich habe da so Bock drauf, das jetzt endlich nochmal zu spielen. Halt jetzt dann als Remastered-Version. Das ist echt, echt heftig. So, okay. Also wir haben jetzt eigentlich nicht wirklich viel hier jetzt gehabt, ne? Ach so, ja genau, wir haben ja hier den Fahrstuhl freigeschossen, freigeschlossen, nicht freigeschossen. Okay, wir speichern mal und gucken mal, ob wir den bedienen können. Ich habe beim Bearbeiten der letzten Folge noch gedacht, ich habe gar nicht versucht, den Fahrstuhl, der ganz oben, wo ja der Winston jetzt noch rumläuft, mal irgendwie zu bedienen. Ach, guck mal, hier ist ja auch eine Leiter, die hätte ich ja mal. Warte mal. Ich muss den gerade noch mal wieder wegschicken. Ich denke jetzt gerade, hier ist ja so eine Leiter. Die können wir vielleicht gerade mal als erstes untersuchen oder halt mal gucken, was da ist. So. Lara? Okay, sie hat sich gerade irgendwie. Ah, jetzt, okay. Sie hing gerade nämlich mal fest. Ich konnte weder vor noch zurück noch zur Seite. Deswegen musste ich mich da mal. Oh, hätte ich mal eine Fackel genommen. Musste ich mal eben. Okay, hier oben wird's heller. Das ist schon mal gut. Aber ist hier irgendwo was? Oh, shit, ey. Ich sehe natürlich hier gar nichts. Mist. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte vielleicht in der kurzen Zeit das irgendwie mal schaffen, dass sie die Fackel rausnimmt und auch gleichzeitig die Leiter wieder greift. Machen wir es halt jetzt nochmal. Dann ist es halt so. Wenn jetzt natürlich irgendwas hinter uns ist, dann sehen wir das nicht. Aber ich glaube, weil da oben geht die Leiter ja weiter. Ich unterstelle jetzt dem Spiel einfach mal, dass hier hinter uns nichts ist. Nee, hier ist nichts. Boah, fies. Kein schöner Tod, aber welcher Tod ist hier schon schön? Okay, dann rufen wir mal den Fahrstuhl.
Ja, was ich eigentlich sagen wollte, wir hatten ja oben den anderen Fahrstuhl und ich bin eigentlich, also ich habe gar nicht mal probiert, den Schalter dort zu drücken oder zu betätigen, sondern war irgendwie direkt davon ausgegangen, dass in diesem Schaltteil, achso, der ja davor gewesen ist, dass der, wie bei dem Fahrstuhl, den wir schon aus dem Opernhaus kennen, dass dort entsprechend. Dann auch nichts. Ach so, ist das? Nee, das ist ein anderer Fahrstuhl. Okay. Ich speichere mal. Weil jetzt können wir dann doch die Leiter hier natürlich höher klettern. Also hochklettern. So, verschwinde. Da oben ist ja direkt schon die Stelle, da kann man sogar so hin. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier wartet. Aha. Okay, hier ist nur ein Licht, ein kleiner Gang. Oh, wow, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das war aber ganz schön gewagt. Vor allen Dingen hier. Hier wäre uns das Böse zu stehen gekommen. Das war ein bisschen unvorsichtig. Aber es ist ja nochmal gut gegangen, ne? Uah! So, jetzt aber. Okay, wir kriegen ein bisschen Munition. Im Endeffekt, die Dinger, die wir jetzt hier verballert haben an den Typen, kriegen wir jetzt wieder zurück. Und wir müssen jetzt darüber kommen. Guck mal, da liegt auch was. Seht ihr das da oben? Auf diesem Bereich, wo man jetzt hinkommen könnte, theoretisch. Und praktisch hoffentlich auch. Das testen wir gleich mal aus. Da liegt nämlich einer von diesen Chips, die wir einsetzen können. Und ich bin gespannt, ob wir dann noch zu dem anderen Fahrstuhl wieder hinkommen. Oh, hoch. Hupsi. Da war ich irgendwie ein bisschen. Ja, da habe ich irgendwie ein bisschen Blödsinn gemacht. So, ach so, jetzt müssen wir noch mal hier. Ja, Moment. Ich mache das gerade noch mal schnell, dann sehen wir uns hier gleich wieder. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ich speichere hier auch noch mal. Und jetzt sollten wir hier unten drauf können. Genau. Und eigentlich auch auf diese Plattform hier springen. Genau, hier ist es noch nicht zu schräg. Und ich glaube, hier kommen gleich auch wieder irgendwelche Typen. Erscheinen hier, glaube ich, einfach, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall, es wackelt wieder und nachdem es ja so gewackelt hat, war es ja die letzten Male so, dass hier die Gegner dann erschienen sind. Mal gucken, ob die dann gleich, wenn ich hier die Sachen aufhebe, ob die dann. Und mir fällt gerade auf, hier stehen Sachen. Memphis, Tennessee. Aha. Also ich frage mich, ob das irgendwas Besonderes ist oder ob das irgendetwas. Okay, ja. Ob das irgendwelche speziellen Daten sind, die irgendwas mit Tomb Raider oder so zu tun haben. Oder ob das so kleine Easter Eggs sind oder so. Okay, hier erscheint keiner. Ich war irgendwie fest davon ausgegangen, dass wir hier nochmal Leute haben, die uns auf den Sack gehen. Okay, ist also nicht so. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich. Ach, scheiße, da liegt ja noch Munition. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ah, verdammt. Warte mal, kann ich. Ich speichere mal auf dem anderen. Kann ich da so dran springen, dass ich mich an der Kante festhalte? Ha. Okay, das geht. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Mein Gott, diese wertvolle Munition, das geht ja mal gar nicht. Kann ich hier nicht einfach liegen lassen? So, wie viel von den Zeugs habe ich denn jetzt? 47.
So, wenn ich jetzt darüber springe, bringt mir das nichts, ne? Nee, weil sie kann ja nicht um Ecken hangeln. Das funktioniert in diesem Spiel ja noch nicht, also in diesem Teil. Das heißt, ich komme jetzt auch gar nicht mehr ganz nach oben, ne? Vorerst nicht. Ich denke mal, später kommen wir da noch hin, aber jetzt gerade halt erstmal nicht. Das heißt, diese Platine, die wir jetzt hier gefunden haben, die brauchen wir wahrscheinlich, um dann jetzt da drüben in diesen Art Außenbereich zu kommen, wo dann ja der Dino auch wartet. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das irgendwie, den hierher zu locken, dass er aber nicht durch die Tür hier durchkommt. Ich glaube, das hat damals auch so funktioniert, dass wir ihn dann aus sicherer Distanz erschießen können. Wir haben ja immer noch nicht die Uzis, ne? Ich frage mich, wann wir die wohl bekommen. So, hier sind doch mit Sicherheit erstmal Typen, oder? Oder nicht? Diese Ruhe auf einmal und das Stampfen. Ach, jetzt ist auf einmal ein anderes Geräusch, eine andere. Ja, nun komm doch her, du kleiner Schreihals. Wo ist er denn? Da drüben. Oha, er hat mich entdeckt. Hallo, schieß doch auf den. Hä, wieso kann sie den nicht sehen? Okay, der ist irgendwie so halb hinter dem Stein gewesen. Uah. Uah. Okay, ich habe ihn. Der guckt hier hinten durch die Wand durch. Uah. Schade, ich hätte mal ein Foto von machen sollen. Das sah irgendwie sehr witzig aus. Ah, warte. Warte, ich muss. Oh, jetzt hat er sich da irgendwie verkeilt, ne? Mist, ich habe zu viele Screenshots auf einmal. Hä? Wieso macht sie keine Screenshots mehr? Also sie vor allen Dingen. Oh, okay, jetzt habe ich ihn aber aus der Ecke raus. Okay, er hat noch irgendwie einen Lebenswillen, einen Müh-Lebenswillen. Ah, nee, hat er doch nicht mehr. Er ist tot. Okay. Ein Achievement, gar nichts, ne? Das ist irgendwie enttäuschend. Ich bin nicht begeistert. Kann ich hier aufs Auto? Nee, knallt sie natürlich. Oh, ah, shit. Ja, jetzt werden hier die ganzen Screenshots angefertigt. Ah, nee, die sind sogar da noch gemacht worden. Ach, cool, guck mal hier. Lara Croft. Der Walk of Fame hier. Das in dem alten Teil auch so? Nee. Ach, das ist ja nett. Da machen wir auch gerade mal einen Screenshot von. Okay, da war ich wohl ein bisschen zu spammig unterwegs mit der Taste für Screenshots. Dass der da ein bisschen überfordert war. Ich bin ja froh, dass das Spiel noch läuft. Und ich mir das zumindest nicht zerschossen habe. Bäh. Okay, ich kann hier leider so nichts großartig sehen. So, hier kommen aber doch mit Sicherheit noch Typen, oder? Das kann ja gar nicht sein, dass hier kein Kerl ist, der uns an die Wäsche will. Da hinten liegt was. Ich gucke mich erstmal hier vorne um, bevor wir da hinten hingehen. Wo auch immer. Ah ne, das sind Scheiben. Ich habe eben gedacht, das sind Fenster. Das wären Spiegel. Deswegen wollte ich gerade schon fragen, wo da bitte. Wow. Geil. Das ist die Automatik. Yay. Super. Geil, haben wir eine bessere Waffe. Da freue ich mich doch. Und da hinten ist ein Typ.
Wo kommt der lang? Oh, ach, da hinten. Oh. Leider hat er nichts für uns. Zumindest ein Medipack hätte er mal springen lassen können. Oh, oh, ich dachte gerade, hier wäre so eine, das wäre so eine Grube, wo wieder so Stacheln oder so drin sind, aber das ist einfach nur ein schwarzer Boden. Okay. Ja, schön. Was ist hier? Können wir da hoch? So, ich sollte vielleicht mal speichern, ne? So, ich habe, glaube ich, hier den letzten Spielstand erreicht. Yep, deswegen gehen wir mal wieder hoch. Königreich können wir überspeichern. Dahin werden wir nicht mehr zurückkehren. Und da drüben liegt was, was ich gerade entdeckt habe, was wir wahrscheinlich oben in dem Dings brauchen werden. Für den Fahrstuhl. Hier ist wieder so eine riesige Sicherung. Aha. Wer auch immer die hier hingelegt hat. Ah, Fahrstuhlteil. Okay. So hätte ich es jetzt normalerweise bezeichnet. Ich habe jetzt extra mich ein bisschen angestrengt, um zu gucken, wie hieß das nochmal, oder mich zu erinnern, wie hieß das noch damals. Aha. Im Hauptteil. Und jetzt hat sich das Spiel Aha. meiner Sprache angepasst. Und anstatt Sicherung heißt es einfach Fahrstuhlteil. Und die haben dieselben Fliesen wie Lara in der Küche. Was? Dino? Nicht gut. Ich meine, hier drinnen bin ich vielleicht sicher. Ich bin jetzt auch zu geizig, mit der Magnum zu schießen, ne? Obwohl es wahrscheinlich Unsinn ist, weil... Töte beide T-Rex. Der Albtraum wurde gerade schlimmer. Okay. So viel zu, wir kriegen keine Achievements mehr hier. Aber es kommt mir trotzdem sehr wenig vor. So kann ich in das Auto einsteigen. Ist ja irgendwie cool, wenn wir damit rumfahren könnten, ne? Boah, hier ist ein extrem großer Bereich, den wir nicht betreten können. Guck mal, so weit kann sie maximal ans Auto ran. Ha. Huh. Wie schön der hier in die Wand reingeglitscht ist. Also falls ihr mal ein Foto von einem Dino-Hintern haben wolltet, hier ist die Chance. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier war ja der Stall von dem einen Dino. Was liegt? Ach! Geheimnis! Cool! Aha. Sehr gut. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass hier noch ein Geheimnis auf uns wartet. Aber umso besser natürlich. Denn das dritte Geheimnis, das haben wir schon gesehen, das wissen wir ja schon, wo das hin muss, wo das ist, also wo wir das finden werden. Ansonsten ist hier nichts, ne? Nö. Ah ja, aber das ist auch gut. So, dann werden wir mal mit unserer wenigen Energie, ich glaube, ich gönne der Lara jetzt doch mal... Ja, komm, wir gönnen uns jetzt mal ein Großes, weil sie so mutig war... hier die beiden Dinos und alles, ne, zu töten und das nur mit ihren Pistolen, kann man doch einfach mal machen. Gut, jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir da an der Statue wieder hochkommen, denn das ist ja jetzt eigentlich unser Ziel. Wir müssen jetzt ja zum anderen Fahrstuhl hin. Und warum ist hier unten eigentlich immer noch nicht auf? Ach nee, da ich weiß, es öffnet sich ja erst, sobald wir... diese Bodenklappe geöffnet haben und die wiederum... Guck mal, hier können wir hoch, aber wie weit ist die Frage? Ja, und die Bodenklappe auf jeden Fall, die... die öffnet sich halt noch, logischerweise. Und da unten drunter ist ein Schwimmbecken und ich glaube, da finden wir auch die Uzis. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine es zumindest. Aha. Okay, hier können wir nicht weiter. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt... Ah ja, dann können wir da jetzt wahrscheinlich hoch, ne? Wir speichern mal. Bin ich jetzt hier? Ja, das geht. Wunderbar.
Okay, so einfach ist es also wieder hier hochzukommen. Naja, wir werden sehen, ob es wirklich so einfach ist. Runter kommt man ja immer irgendwie. Dann können wir auch gleich nochmal dem Winston kurz Hallo sagen. Und vielleicht haben wir sogar Glück, dass der Vogel wieder so ein bisschen rumglitscht, dass wir den schon mal so ein bisschen vorab verletzen können. Das würde mich echt brennend interessieren, wenn wir es jetzt irgendwie geschafft hätten, dass der Vogel da in dem Käfig die ganze Zeit da in diesem Gitter da drinnen gewesen wäre, wo wir ja letztes Mal schon ihn so ein bisschen verletzen konnten. Ob der dann, wenn wir den jetzt totgeschossen hätten, weil ich gehe mal davon aus, dass das Level damit endet, dass wir den Vogel halt zur Strecke bringen. Und wenn wir das geschafft hätten, dass wir dann das Level beendet hatten, natürlich ohne überhaupt irgendwie was gemacht zu haben, so richtig, ohne Geheimnisse etc., aber halt uns einen Riesenteil des Spiels einfach geschenkt hätten, also dieses Levels halt. Okay, noch ist er aber jetzt da hinten am Rumrennen. Wo ist denn der Winston jetzt eigentlich? Ich will ihn nochmal kurz sehen. Der ist wahrscheinlich wieder ins Hotelzimmer verschwunden. Ah, nee, da hinten ist er. Also ich habe ja manchmal das Gefühl, ich stampfe beim Laufen irgendwie extrem, aber der Vogel, der überbietet ja nochmal alles. Hallo, kleiner Winston. Ach so, warte mal, da hinten. Stimmt, da läuft jetzt doch gerade einer. Ich wollte gerade sagen, da hinten war doch auch noch so ein Gitter, wo man hin konnte, ne? Also ein Gitter, was sich öffnet. Im besten Fall. Ach Mann, wieso haben die denn alle nichts mehr für uns? Das ist ja voll enttäuschend. Was war hier denn noch? Hier kann ich mich irgendwie... Ah, guck mal. Wie dumm der da angelaufen kommt. Vor allem, wenn jemand mit einer Waffe auf ihn zielt, dann wäre doch das Erste, was ich mache, wenn ich selbst nur einen Schlagstock in der Hand halte und keine anderen Waffen habe, dann renne ich doch. Und zwar nicht in die Richtung der Person, sondern entgegengesetzt. Aber gut, was weiß ich denn schon? Ach, guck mal, hier kann man auch wieder. Aha. Hier könnte man jetzt auch wieder hoch. Okay, aber es bringt uns nichts, ne? Glaube ich. Oder ist oben das Gitter jetzt zu? Das wäre ziemlich gemein. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob ich damals beim ersten Mal, als ich das erste Mal in der Originalversion gespielt habe, dass ich hier gewesen bin. Naja, wir werden es sehen. Also, ob wir da oben jetzt wieder durch können oder ob das Gitter jetzt geschlossen ist. Nee, ach, hallo Winston. Möchtest du auch hier hoch, hier runter? Mal gucken, ob jetzt die Treppe da runter glitscht. Blub, ja. Ach, Winston, du bist schon so ein kleiner Kerl. Der liebste Mensch hier im ganzen Spiel. Der einfach nur seinen Tee, der schon eiskalt ist, wobei der hat schon Raumtemperatur angenommen wahrscheinlich. Weil er das ja irgendwie stundenlang rumträgt. Vor allen Dingen, der ist ganz schön durchgezogen, der Tee, ne? Der muss jetzt sowas von bitter sein. Weil ich sagen muss, ich mag das ja. Ich komme hier ursprünglich, weiß gar nicht, ob ich es mal erzählt habe, aber ich komme hier ursprünglich aus Ostfriesland. Und bei uns ist ja Tee trinken so eine, ich sag mal, so eine Art Tradition. Okay, nee, hier ist wirklich nichts Spannendes. Und bei uns der Ostfriesentee, der ist halt auch, das ist halt schwarzer Tee und der kann mitunter, wenn er dann lange genug gezogen ist, auch recht bitter werden. Aber ich muss sagen, ich mag das halt richtig, richtig gerne. So, jetzt sollte der Fahrstuhl, wenn wir ihn denn dann rufen, also dem Impuls hier geben, zu uns zu kommen. Jawohl, das klingt doch schon nach was. Speichern wir nochmal. So.
So, ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal versucht, den Winston hier mit reinzulocken. Das hat nicht geklappt, ne? Ich probiere es jetzt gerade noch mal. Wieso ist jetzt der Vogel auf einmal wieder so laut? Oh, Winston, hallo. Komm doch hier rein. Ja, nicht gegen die Wand. Nee, da ist wie so eine Barriere. Guck mal, sie steht hier voll im Gitter drinne. Nee, hat er gar keinen Bock drauf. Da ist irgendwas in dem Fahrstuhl, was ihn total abturnt. Der geht lieber zu dem Kollegen Klumpfuß da hinten hin. So, jetzt mal gucken, was die Leiter hier birgt. Okay, man sieht nichts. Ah doch, hier. Aha. Okay, dann will ich die Leiter gleich mal austesten. Und wir sind hier eigentlich schon echt nah an dem Vogel dran, ne? Das dürfte jetzt eigentlich. Der müsste jetzt eigentlich direkt hinter mir auftauchen. Oh, er kommt schon. Oh, huch. Ja, das meine ich doch. So. Kann er nicht in den Fahrstuhlschacht reinfallen? Das fände ich irgendwie ziemlich witzig. So, hinter uns ist ein Vorsprung. Ja, genau. Ja, nun beruhig dich doch mal. Du Vogel. Ich kann da auch nichts dafür. Das Problem ist, der ist jetzt direkt unter uns, ne? Und kann sie den hier sehen? Nee. Ich glaube, hier gibt es noch so ein paar Bereiche. Hier hinten, genau, da würde ich nochmal hin. Da ist nämlich noch so ein Außenbereich. Hier liegt auch noch was. Okay, immerhin, sobald wir was aufnehmen. Ich hole mir jetzt erstmal den Schädel, ne? Wow. Warte mal, ich speichere. Vor allen Dingen, irgendwo muss ja eigentlich noch die Möglichkeit kommen, dass wir in diese Wasser, in diesen Wasserbereich mit der Uzi und so reinkommen. Wahrscheinlich ist es jetzt auch frei, dieser Gang, sage ich jetzt mal. Steht da, sammle alle 15 Geheimnisse. Oh nein! Oh, das war knapp. Bin zumindest nicht gestorben. Ich muss mal eben hier Medipack nehmen. Ich will jetzt halt erstmal noch mal gucken. Irgendeine Klappe hat sich geöffnet. Ich muss jetzt hier irgendwie. Kommt der Fahrstuhl? Ja. Okay, er kann hier nicht rein. Ich kann ja von hier aus schon mal so ein bisschen. So genau. Ach, sehr gut. Ja, wir machen das hier nicht. Ich mach das Video halt jetzt ein bisschen länger. Also wir spielen das jetzt hier noch zu Ende. So, jetzt will ich aber erst noch die Uzi-Munition haben. Wir nehmen ja alles mit, was wir kriegen können. Und hier ist auch noch ein Medipack, sehe ich gerade.
Oha, okay. Scheiße, wo habe ich den gespeichert? Ah, ich habe gerade gespeichert, ne? Ja, okay. Okay, wir lassen ihn jetzt erstmal kurz weglaufen. Ich hoffe eigentlich, dass ich ihn durch das Anschießen so ein bisschen weglocke. Okay, er klingt weit weg. Okay, wir nehmen uns die Uzi-Munition und das Medipack. Wie schnell der auch ist, ne? Ich muss jetzt hier leider noch mal. So dumm. Aber. Los, weg mit dir. Du stinkst. So, und je mehr ich den jetzt schon anschieße, umso einfacher wird es dann später für mich. Aber wir können ihn auf jeden Fall ganz entspannt hier aus dem Fahrstuhl dann erschießen, ne? So, jetzt gehen wir nochmal dahin, die Uzi-Muni holen. Es ist einfach jetzt auch nur dämlich, ne, was ich hier mache, aber. Ich speichere nochmal. Nee, 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 mein Freund, so nicht. So nicht. So. Speichern. Das ist halt jetzt echt ein bisschen blöd, aber ich meine, was wollen wir machen? Tschüss. So, ich will jetzt eigentlich nur gucken, ob unten diese Klappe ins Wasser, ob die offen ist. Im besten Falle ist sie das ja. Dass wir da noch eben die Uzis einsammeln können. Die sollten sich da nämlich. Nee, die Klappe ist zu. Wie öffnen wir die wohl? Oder öffnet die sich, wenn ich da jetzt einfach mal hinspringe? Ich meine, ich habe ja gespeichert, ne? Ich speichere hier nochmal. Beziehungsweise war das nicht so, dass man da reinspringen konnte? So mit einem Kopfsprung. Die ist hier auf der Höhe ungefähr. Hier müsste das sein, ne? Ich probiere es einfach mal. Ah, es geht. Geil. Oh, eigentlich hätte ich da jetzt so ein Doppelsalto machen müssen, oder? Warte mal, das machen wir jetzt nochmal. Sehe ich ja gar nicht ein. Ja. Winston, schieb mich hier jetzt nicht die Kante runter. Wenn du derjenige bist, der mich tötet, dann werde ich aber sauer. So, no risk, no fun. Ich will gerade mal gucken, ob ich irgendwie hier mit meinem Handy noch aufnehmen kann, parallel. Muss irgendwie gucken, wie ich jetzt mein Handy hier platziere. Nee, das geht nicht. Ah ja, gut. Nicht schlimm. So, dann. Vollführe ein Doppelsalto in deinem Albtraum um Uzis zu. Aha. Cooles Achievement. Da sind sie ja, die Uzis. Und ganz viel Munition, die wir in diesem Leben nicht mehr brauchen werden, also in diesem Teil, weil wir einfach schon so übermunitioniert sind. So, und jetzt hat sich hier auch das Geheimnis mit der Tür also hat sich gelüftet. So, sind wir jetzt noch irgendwie, sind hier noch irgendwelche Typen? Ach, guck mal, die Tür ist jetzt auch wieder zugegangen. Aha. Interessant. Ja, jetzt müssen wir halt noch mal nach oben.
Ich mache das mal eben schnell und dann sehen wir uns gleich, wenn ich oben bin, nochmal wieder. Ich speichere aber vorher, bevor ich hier gleich irgendwie runterstütze. So, weil das Klettern ist jetzt ziemlich langweilig. Also, bis gleich. Oben angelangt und ich kann euch sagen, ihr könnt echt froh sein, dass ich das nicht mit aufgenommen habe. Ich habe tatsächlich 3 Anläufe gebraucht, um hier wieder hochzukommen, weil ich irgendwie zwischendurch entweder falsch an diesem Ding dranhing, sodass sie sich wieder nicht bewegt hat, oder ich bin irgendwie falsch gesprungen und sie ist abgerutscht. Das war ziemlich uncool. So, ich würde aber sagen, wir töten den Kollegen mit der Automatik. Weil die ist ja noch ein bisschen effektiver. Wobei, was haben wir denn hier an Schuss? 24, 240, 1200. Wobei, ne, komm, wenn die gerade schon, obwohl die Automatik haben wir auch noch nicht genommen, ne? Ja, da machen wir so einen Mischmasch aus allem so ein bisschen. So, komm her. Der hat da schon auf uns gewartet, ne? Der hat gerade geschrien, Mama, die hat mir wehgetan. So, jetzt aber. Schließe das Level, Albtraum in Vegas ab. Yes, wir haben es geschafft. 1 Stunde, ach, wir haben sogar alle Sachen gefunden, alle Fundstücke. Da hatte ich gar nicht mehr nachgeguckt jetzt zum Schluss. Cool. Das ist eins der wenigen Level, wo wir wirklich mal alles vollständig haben. 23 Gegner, ja, 200 Schüsse, 230, ja, 220 ungefähr daneben geschossen. Ja. Keine Credits mehr, die hatten wir ja schon, wobei die haben uns ja in dem Sinne auch nicht angeguckt. Ja, ich freue mich. Wir haben den zweiten Teil komplett durchgespielt und den ersten natürlich auch. Das heißt, es geht beim nächsten Mal endlich weiter hier mit Tomb Raider 3. Ich muss wirklich, allein schon, wenn ich das Intro höre, ey, das werden bei mir wieder so Gänsehautmomente. Ich weiß nicht warum, aber mit dem dritten Teil verbinde ich einfach so viel irgendwie. Das ist von den Leveln her und einfach alles. Ich liebe einfach alles an dem Teil. Aber nochmal, um kurz hier drauf zurückzukommen, weil wir den nun abgeschlossen haben. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt auch nach ja insgesamt 3 Let's Plays vom Tomb Raider 2, bin ich jetzt auch ein bisschen satt von diesem Teil. Ne? Er ist trotzdem schön, aber ich bin da jetzt auch gerade erstmal mit durch. Nee, aber hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen jetzt auch den Zusatzteil dann nochmal hier mit höherer Qualität und vor allen Dingen nicht verbuggt spielen und zu Ende bringen zu können. Das fand ich super. Und auch diese Geschichte mit den Outfits. Es wird bestimmt Spaß, wenn wir dann im dritten Teil vielleicht in der Wüste mal mit dem Leoparden-Outfit da rumrennen. Können wir dann spaßeshalber mal machen oder im Hochsicherheitstrakt, wenn es dann funktioniert. Aber es sollte ja eigentlich gehen. Ja, ich denke, da werden wir noch viel Spaß haben. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, ich mache mal ein bisschen leiser, es ist doch sehr laut, zumindest kommt es mir so vor. Ja, danke ich euch bis hierhin ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffen wir natürlich, dass wir uns dann beim dritten Teil auch wiedersehen. Wie gesagt, ich freue mich da richtig drauf, den endlich dann zu spielen. Und ja, hoffe ihr auch. Und bis dahin würde ich sagen, eine gute Zeit. Im besten Fall geht's ja morgen oder übermorgen. Also, ja, ich muss mal gucken. Diese werde ich jetzt heute noch, also am Dienstag noch hochladen. Und dann muss ich mal gucken, aber ich habe dann auch das Wochenende frei. Ich habe ja diese Woche Unterricht, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt hatte. Also keine Schichten, das heißt, da habe ich dann auch mal ein bisschen Zeit zwischendurch zu spielen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich und freue mich vor allen Dingen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und es tut mir leid, ich weiß, ihr habt in der letzten Zeit viele, viele Kommentare geschrieben. Ich muss mir endlich mal die Zeit die Tage nehmen, auf alle zu antworten. Ich lese die. Die meisten habe ich schon gelesen und ich lese sie auch. Ich bekomme netterweise in meiner YouTube-Übersicht immer die Kommentare in einem extra Bereich angezeigt. Leider nicht die Antworten auf Kommentare, aber die neuen Kommentare, auf die ich nicht geantwortet habe, werden mir dort angezeigt. Und das muss ich dann jetzt die Tage mal in Angriff nehmen. Und ja, im Moment, ihr wisst ja, es ist einfach zeitlich dann immer ein bisschen schwierig, aber ich weiß ja auch, dass ihr mir das nicht übel nehmt und dafür danke ich euch wirklich ganz herzlich, dass ihr so toll seid, so eine tolle kleine Gemeinschaft. Und ja, ich hoffe dann, wie gesagt, beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder bei Tomb Raider 3 dann in dem Fall mit der Madame hier. Und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen
und bis zum nächsten Mal. Ciao.